Naja. Aber Hauptsache, wenn du dir mal Smoothies selber machst, schmeiß keinen ganzen Apfel in den Smoothie Maker. Werde ich merken. Sehr gut. Und am besten auch keine Jetzt ganzen müssen wir aber Bohnen. erstmal spielen, genau. Okay, so. Wie schwer kann schon sein? Sehr schwer. Fuck! Der Typ hat mich runtergeworfen. Bin relativ weit vorne. Ich Verdammt. nicht. So. Ah, ich sehe dich, ja. Vorne, ich Nein! bin zweiter am Ziel. Nein! Wir sind noch zweiter. Wir sind noch auf Position 2. Na, Mann, was Alter! machst du? Fuck! Verkacken! Mann! Die sollen mir hier mal aus dem Weg gehen! Christoph! Alter, ich geb's auf! Das ist doch nicht mehr wahr. Kannst dich aufgeben. Mach ich auch nicht, aber. Ist doch Crap. So. Alter! Wie dumm bin ich eigentlich? Ja, ich komme nicht mehr ins Ziel. Was war das für ein Scheiß von mir, bitte? Ich weiß es nicht. Das war dein Scheiß. Alter. Dumm. Naja, wir sind immer noch weiter. Das ist schon mal etwas. Danke für deine hohe Punktzahl. Sind wir weitergekommen? Ja. Was? Dann waren alle noch schlechter. Christoph, ich kann dich nicht die ganze Zeit carryen, ne? Das weißt du. Nee. Bei der Map kriege ich das hoffentlich auch alleine hin. Sagte er und verkackt. Ja. Aber guck mal, das ist genau das, was ich gestern mit Lena halt auch hatte. Dass wir auf Karten, auf denen wir normalerweise individuell ganz okay spielen, auf einmal richtig schlecht sind. Aber es liegt nun mal auch Ja. daran, dass du halt mit beiden überdurchschnittlich gut sein musst. Ja, stimmt Denn schon. wenn du als der Vorletzte reinkommst oder als der Letzte, ist ja okay im Individual, aber als Team kann das scheiße sein, wenn alle anderen vor dir besser waren. Ja, okay, ich wurde hier runtergehauen. Ja, ich wurde auch runtergehauen. So, haut ab, Koala-Bär hier, geh mir aus dem Weg. Ah, ich bin runtergefallen, du musst die Sache retten. Das kriege ich bestimmt Ich bin schon wieder runtergefallen, du musst die Sache retten. Das kriege ich bestimmt hin. Alter, ich wurde das erste Mal in meinem ganzen Leben von so einem Kackball hier getroffen. Von einem Frosch? Nee, von so einem Ball. Im nächsten Teil. So. Jo. Na, die ersten Plätze geben natürlich nochmal auch nicht mehr Punkte, ne? Ja. Aber wir sind Fünfter, also. Ah, Nehmen wir den Sechster, okay. Sechster, es kam noch jemand rein, der sich sehr verbessert hat. Aber hey, durch ist durch. Aber sind wir weiter, als ich in einem Team mit Lena war. Haha. Ja, siehst du? Beste 50%. Beste 13 kommen weiter. Ah, okay, oben links steht das. Ja, es sind halt die normale Spielerzahl dann durch halt Teamstärke. Ja, genau. Alexa, Esszimmer an.
Sehe ich auch endlich wieder was? Was? Das ist noch nicht gefordert. Oh no. Stomping Ground! Ich finde die Karte lustig. Entweder verkackt man es richtig oder man gewinnt sie. Ja. Bin mal gespannt, wie die das hier regeln mit den Punkten. Naja, du kriegst halt Punkte, quasi... du kriegst mehr Punkte, je länger du überlebst. Ja, okay, stimmt natürlich. Aha. Schickt hinter ihm hergelaufen. Aha. Ich bin noch im Game. Ich nicht mehr. Fuck. Why? Die Squad-Position ist noch 7. Ja, von 8. Also von daher noch ist alles möglich. Carry. Ja, vielleicht wären wir noch besser, wenn besser getaktete Teams noch rausfliegen. Mhm. 20. Bei 78 Punkten, 81 Punkte. Wow. Nein, geh weg! Ja. Wir sind immer noch 7 da? Ja. Mhm. Yes. Nice. Yes. Hui. Gut gemacht. Das kann ich nicht ganz Zeit carryen. Ja, nächste Runde bin ich ja wieder dran. Habe ich jetzt gerade beschlossen. 8 Spots verbleiben. Mhm. Hast du etwa zu essen da? Nein. Ach, du Scheiße. Aber stimmt nicht mehr viele. Vielleicht kriegt man jetzt die Dinger besser. Mal gucken. Wenn da nicht so viele Menschen sind, die einem im Weg stehen. Ja, aber auch ne, kein Risiko eingehen. Mhm. Natürlich startet man in der dritten Reihe, obwohl es so wenig gibt, dass alle nebeneinander starten könnten. Mhm. Verdammt. Runtergefallen. Why? Das wüsste ich auch gerne. Crap. Alter! Hat er mich in der Luft hier weggehauen? Hallo! Kannst du mal da... Danke. Nein. Pass auf, ich bin Erster. Ich kann dich nicht die ganze Zeit carryen. Ja. So, ich gehe denselben Weg. Nein. Oh, wir sind Fünfter. Alter. Ja, das ist auch... Yeah. Mhm. Danke. Oh no. Fünf Schichten? Nee, drei. Drei nur, ja, okay. Wie immer. Ach du Scheiße, das wird jetzt lustig. Jetzt ist ein mehr oder weniger klassisches Ende. Einer von uns muss überleben. Mhm. Ja. Versuch mal auf die langsame, sichere Variante. Bitte. Oder erstes schon? Nee. Nee, es sind nur 0 eliminated bis jetzt.
Aber ich sehe die ersten Löcher. Hey, Christoph. Hallo. Ja, der Panda-Bär macht hier welche. Ich bin eigentlich dafür, dass wir den größtmöglichen Abstand zueinander halten, um die Gefahr klein zu halten, dass wir uns das auszusehen selber verkacken. Ja. Sehe ich genauso. Aber ich glaube, den haben wir auch einigermaßen gut, ne? Ja, wir sind an unterschiedlichen Enden der Karte. Läuft hier diese 2B-Variante rum? Macht mir meine ganzen tollen Dinge kaputt. Ist immer noch keiner ausgeschieden? Nein. Okay. Muss hier hinten raus. Ja. Jetzt sind einige raus. Verdammt, ich bin bei dir. Verdammt, das ist keine gute Idee hier. Nein, absolut nicht. Ich bin raus. Ich auch. Scheiße! Nein! Nein! Scheiße! Ja, aber ich konnte nicht mehr weiter. Ich konnte nicht mehr weiter. Ich habe den Sprung nicht geschafft. Es war zu weit. Schade. Aber der andere ist auch gerade gefallen. Also, das war schon echt eng.